Alles Leben ist Bewegung. Bewegung ist Leben. Ich hatte mit 8 Jahren, als kleiner Junge, hatte ich einen Unfall, bin damals von der Schaukel gestürzt, Kopfplatzwunde, nicht unerheblich, Notarzt, Krankenhaus, volles Programm. Ich war total begeistert als kleiner Junge, ja, wie das dort funktioniert hat. Da war der Wunsch geboren, ich muss Unfallchirurg werden. Sie kennen den Anspruch unserer Bevölkerung, ja, sehr hoher Anspruch an die Freizeit. Ja. Snowboarden, Tennis, Inlinesgaten, alles Motorsportarten, die natürlich nicht gelenkfreudig sind. Ja. Da besteht immer das Risiko in den Sports, deswegen auch Risikosportarten. Das sehen wir natürlich dann auch in der Notaufnahme. Zum Teil schwere Gelenkverletzungen, ja, ob das Bandverletzungen sind, ob das Knorpelverletzungen sind. Ja. Und wenn ich dann sehe, dass wir in den letzten Jahren doch erhebliche Innovationen hatten, dort eingreifen zu können, dort reparieren zu können, ja, dann ist das schon, sagen wir mal, sehr befriedigend, auch für die Patienten selbst, ja, dass sie dann ihre Sportart letztendlich weiterführen können. Wir sind nicht nur, wie der Volksmund vielleicht denkt, die sogenannten Schrauber, ja, sondern wir müssen uns auch viel mit funktioneller Behandlung beschäftigen, mit konservativer Behandlung beschäftigen. Es muss nicht jeder Knochenbruch operiert werden. Ja. Man kann auch viel im Gips machen. Wir finden auch langsam den Weg wieder zurück, ja, dass wir viel, viel mehr konservativ behandeln können, weil auch die Natur sehr, sehr viel Potenzial hat, ja, zu regenerieren, zu reparieren. Wir sind natürlich auch bestrebt, dass letztendlich wir auch einen chirurgischen Nachwuchs aufbauen. Ja. Das ist in der Zeit, wo viele stressfrei leben wollen, gar nicht mal so einfach, junge Leute zu motivieren, in die Orthopädie-Unfallchirurgie zu gehen. Wir müssen einen 24-Stunden-Dienst absichern. Man muss in kürzester Zeit umschalten, aus einer Ruhephase vielleicht in die maximale Aktivphase, wenn zum Beispiel ein Schwerstverletzter kommt. Sicher ist kein stressfreier Job, aber es ist ein Beruf, der wirklich viel Spaß macht. Und wir freuen uns dann natürlich, wenn wir sie dann irgendwann mal zufällig sehen oder und das ist ausgestanden, was sie sich damals zugezogen haben, die Verletzung. Oder sie kommen super mit dem Gelenkersatz zurecht oder sie kommen super mit dem Knie zurecht oder mit der Schulter zurecht. Das ist dann für uns natürlich dann das Erfolgserlebnis.